My passport is green. No glass of ours was ever raised to toast the Queen. Ein ganz besonderer Reim, der gleich mehrfaches über den Schöpfer dieses Reims aussagt, dieses Verses. Und zwar stammt er von Seamus Heaney, einem irischen Schriftsteller und Dichter aus Nordirland, beziehungsweise geboren war er in Nordirland in dem Dorf Belagi. Er war einer der vier irischen Literatur-Nobelpreisträger und sein Oeuvre besteht aus 20 Bänden von Gedichten und Werken zur Literatur. Daneben übersetzte er wichtige Werke wie zum Beispiel den Beowulf. Er kam aus einfachen Verhältnissen und betrachtete sich, wie man bereits am Eingangsreim schön erkennen konnte, nicht als Bürger des britischen Empires, zu dem Nordirland gehört, sondern er betrachtete sich als Ire und lebte auch vorwiegend neben verschiedenen Auslandsaufenthalten in Amerika zum Beispiel, überwiegend in der irischen Republik. Als Ire lehnte er auch die Veröffentlichung des Pinguin Verlags in einem Sammelband sondern englischer Autoren ab, weil er ja eben irisch, weil er sich als Ire betrachtete. Er kam aus einfachen Verhältnissen, hat es geschafft, einen höheren Bildungsabschluss zu machen, hat es geschafft, zu studieren und beschreibt in seinen Arbeiten meistens das einfache Leben. Das ist Grund genug, um seinen Geburtsort zu besuchen. Das ist Grund genug für uns, um seinen Geburtsort zu besuchen und dort den Seamus Heaney Home Place. Das ist ein Museum, das sich seines Werkes widmet, oder das sich seinen Arbeiten widmet, wo man mehr über ihn erfahren kann. Und zwar eben in seiner Heimatstadt Belagi, auf dessen Friedhof er auch gemäß seines letzten Willens beerdigt worden ist. Hallo, schön, dass du mit dabei bist zur neuen Episode unseres Podcasts Erlebnis Irland. Mein Name ist Chris, ich bin Fotograf und Podcaster und zusammen mit meiner Frau Fee, sie ist Lehrerin für Geschichte und Englisch, produzieren wir den Podcast Erlebnis Irland. Einen Podcast mit Reisetipps für Fotografen und alle Irland Begeisterten. Wir sind nun am Seamus Heaney Homeplace in Mid-Ulster und wir werden jetzt gerade von David begrüßt, der uns ein paar Infos gibt, was wir jetzt beachten müssen. Na. Well, hello and welcome to the Seamus Heaney Homeplace here in Belagi in Northern Ireland. The exhibition itself is over two levels. Downstairs here we have Seamus Heaney Man and Boy, and because we're in Belagi, as you know, this is where he was brought up in this area. In fact, 80 to 82% of all his poetry is within a 2.5 mile radius of here. So downstairs we have kind of his early life and his early inspiration, and also a little bit about the social history of farming
in the 1940s and 50s in rural Northern Ireland. Then we go outside that first room and we go to the all the timings for poetry. So all the things I should have picked up when I was at school, but sadly never bothered. Things like onomatopoeia and oscillation and alliteration and all these sort of things that I wish it would be very useful to me in my current post. We go upstairs and then we talk about all the different languages that Seamus Heaney kind of wrote in. So he wrote in English, he wrote in Irish, he wrote in the Ulster Scots dialect, which is a dialect very, very predominant round here. He also translated various different things. So he translated from Latin, for example, and ancient European languages for Beowulf, again, for example. Then we have a bit upstairs about how you get your inspiration in life. And as you so rightly know, you can be inspired by education or things that you remember from your childhood. There's little things about maybe places that you go and visit, or even things that you see on your television. And what we do is when we get school parties around here, we always bring it into the realism and say, when you see, I don't know, Cristiano Ronaldo playing football on the television, and then you go out and play football with your friends, that's you being inspired to play football. It was exactly the same as Seamus Heaney. He would see something, and then he would be inspired to write poetry. Then we talk about where he used to do all his writing, which was his attic space in Sandymount. And therefore we also talk about when he won his Nobel Prize for Literature in 1995. So that's really the rough guide of what's actually in this exhibition for you. And if you bear with me, I'll take you around a couple of the wee exhibits here. That would be great. Okay. Yeah, that's fine. Thank you. So if we go basically to the first... here, this is a bust of Seamus Heaney's head. Now, this was made by a lady called Carolyn Mulholland in 1967. She was a final year art student in Belfast, and she needed a life model to finish her degree piece for the degree show. But she couldn't get any of her family or friends to sit for her. So what happened? She lived in the same street as this guy who she knew worked in Queen's University, and lo and behold, it was Seamus Heaney. Now, he had been published a year beforehand with his first book, Death of a Naturalist. But you know yourself, guys, that poets aren't really that famous when they actually start off. And they do say if you get seven people turning up at a poetry reading, it's like filling the Royal Albert Hall with people. So that's the equivalent. But both went on to be top of their field. And as a result, four other copies were made. So the original's with the family. There's one here. There's one outside his house in Sandymount in Dublin. There's one in Harvard University. And there was one given to a lifelong friend of his called David Hammond. Now, David Hammond used to be a school teacher in East Belfast, played with the Chieftains folk band. Also went on to be the programmer for the BBC and the folk production side. But the other thing he was very famous for is he taught Van Morrison how to play the guitar, so you can like him and loathe him on that effect. Obviously, Caroline Holland went on to be very top in her chain. She's a famous sculptress now all over the world. One second, just explain it in German a bit. Yeah, sure. Also wir sind jetzt gerade vor einer Büste, die Carolyn Mulholland gemacht hat. Die geboren wurde ist 1944 und die Büste ist von 1967. Und sie hat die Büste gemacht, weil sie einen Mörtel gesucht hat für einen Abschluss. Und er hat in der gleichen Straße gewohnt wie sie auch. Und darum kam es dann dran. Und jetzt ist die Büste ganz berühmt und in ganz verschiedenen Bereichen kann man diese Büste jetzt sehen und auch die Künstlerin ist jetzt weltweit bekannt. No. Thank you. Not at all, not at all. The next thing that we have on here is what we call, well, it's a Conway Stuart pen. Now, that was given to him when he went to the grammar school in 1951. To give it a little bit of context, I'll explain how we get around there. In 1947, there was a change in the Education Act in here in Northern Ireland that said if you're bright enough and you pass the qualification exam, then you go to the grammar school. So Seamus Heaney was the first in his family to sit and pass that exam. And of course, in these days, you won a scholarship to board at this boarding school. On the way up, his parents got him a gift.
the Conway Stewart pen. Now this pen has a 14 karat gold nib and three gold rings round the cap. I always think that's a very big gift for a 12-year-old child. But it kind of shows you many things. First of all, it shows you the pride that his parents had in him getting an education. Secondly, it kind of shows you, to me anyway, that his parents already knew at the age of 12 that he, even though he was the first son of the family, would not be taking over the family farm, as was tradition in these parts. But for me, more than anything else, it shows social mobility. Because prior to that Education Act, and when we get school children in here and tours, we always say, you can be a doctor, you can be a plumber, you can be a beautician, you can be whatever you want to be now. But in his day, prior to that act, if your father did not have any money, then you may have wanted to be a doctor, but the reality was you would have been a farmhand or working in the shirt factory or working for the local landlord. So for me, that kind of demonstrates social mobility. But I think it's very good. It's also, the pen is actually in one of his poems, one of his first poems, Digging. And in the Digging, the quiz goes, between my finger and my thumb, the squat pen rests, I will dig with this, alluding to the fact that he's going to work in academia rather than actually working on the farm. But that's that. Thank you very much. Thank you. Now, the rest of it's more how these machines work. Well, wir kriegen jetzt dann Kopfhörer und das wird jetzt für euch nicht so interessant sein. Deswegen machen wir jetzt hier mal die Audio aus und dann sprechen wir nachher weiter. Also wir gehen jetzt in die Ausstellung. Es gibt Headsets, die man denn benutzen kann. Zu den Preisen 7 Euro Eintritt für Erwachsene. Wenn man 16 ist, kostet es 4,50 Euro. Bis man... Und für die über 60-Jährigen, Kinder unter 7 sind frei. Und es gibt ein Familienticket, 2 Erwachsene, 2 Kinder für 27 Pfund. So, im ersten Raum sehen wir verschiedene Ausstellungstafeln von mit Gedichten drauf, zum Beispiel The Forge, das publiziert worden ist in Door into the Dark 1969. Und was eben David vorher gesagt hat, war, dass dieser Haney ganz, ganz viele Gedichte geschrieben hat über Alltagsgeschichten. Also alles, was er gesehen hat, hat ihn quasi inspiriert, so ähnlich wie bei mir beim Malen. Das heißt, wenn ich was sehe, dann male ich los und er hat halt geschrieben. Und wir haben vorher seinen Füller gesehen, den er mit 12 Jahren bekommen hat. Und da ist schon ganz viel Wert drin gewesen, weil viel aus diesem von diesem Füller ist schon Gold. Und es zeigt eben diese diesen Anspruch, den auch die Eltern an Haney hatten. Denn er konnte durch diesen Mobilitätsakt, dieses Gesetz, wieder aufsteigen in einen anderen Beruf. Das war vorher nicht möglich. Wenn man heute dran denkt, heute kann man seinen Beruf mehr oder weniger aussuchen, jedenfalls bei uns in Deutschland. Damals in Irland war das nicht so möglich. Man hat sonst eben den Beruf des Vaters übernommen oder der Familie übernommen. Und er hatte jetzt durch diesen Act, durch dieses Gesetz die Möglichkeit, eben Autor zu werden. So, Belagi, der Ort, in dem wir sind, der spielt hier eine große Rolle, denn wie schon gesagt, er hat hier gewohnt, der Haney, und war ein ziemlicher Charakter. Und was man jetzt als Möglichkeit hat, wenn man jetzt das Headset hat, dass man neben die Gedichte von Seamus Haney, der erst vor knapp 6 Jahren verstorben ist, den kann man dann anhören mit seinen eigenen Worten, was ja vielleicht bei manchen Autoren nicht so möglich ist mehr. Er gehört zu einem der 4 Nobelpreisträger der Literatur, denen die ihren Herr gebracht haben, und Anwar Yates oder Oscar Wilde oder Bernard Shaw. Und ist dadurch auch schon was ganz Besonderes, weil er eigentlich hier aus einer sehr ländlichen Gegend kommt und dadurch nochmal für die Gegend auch, denke ich, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein kann. Also wir haben zum Beispiel The Forge, die Schmiede aus Door into the Dark. Da geht es um einen Schmied, der Haare in den Nasen hat
und der eben ziemlich viel arbeiten muss und ein bisschen grimmig ist und dann zu viel arbeitet und dann geht er wieder rein und macht an seiner Arbeit weiter. Also er nimmt es mit ziemlich viel Humor. So, und dann findet man im nächsten Teil die Kindheit und Jugend. Man kann sich über Tante Mary oder Margaret Haney oder auch Patrick Haney informieren an Touch-Displays. I was a great favorite with my Aunt Mary, you see, and as the first child I was a bit padded. Also war der erstgeborene Sohn und hat dadurch natürlich dann auch verschiedene Eigenheiten zu spüren bekommen, die man als Erstgeborener nun mal hat. Ja, also was sieht man hier im Museum? Es gibt den Homeground, also man sieht eine Karte, man sieht Schulsachen, zum Beispiel eine Schulbank, dann kommt der Autor selbst noch ins Gespräch auf dem Bildschirm. Und eine Schultasche, also Bildung ist ja ganz wichtig. Es kommen viele Schulklassen normalerweise hierher. Dann gibt es verschiedene Gedichte, die hier angezeichnet sind, große Fotografien. Dann auch Bilder aus der Region. Dann in der Mitte gibt es einen Raum, dort sind quasi drei größere Bildschirme zu sehen, der auf der einen Seite die Landschaft. Dann haben wir eben alte Fotografien, die hier vergrößert werden. We marked the pitch 4 jackets to 4-4 goalposts. That was all for marking Seeing Things 1991. Also auch hier werden hier verschiedene Spiele auch beschrieben. Das Gaelic Football. Dann Rosie Keenan, eine Musikerin, die eben auch gleichzeitig Nachbar von Haney's war. Und die war blind. Und es gibt eben da auch nochmal ein Gedicht darüber. Walking tall and straight, her white stick in hand, her pale face looking straight ahead, unwavering and unseeing. Oder at the wellhead, your songs when you sing them with your two eyes closed, as you always do, are like a local road we've known every turn of in the past. That Mitch Wales high-hatched side road where you stood, looking and listening until a car would come and go and leave you lonelier than you had been to begin with. So sing on, dear shut-eyed one, dear far-voiced veteran. Sing yourself to where the singing comes from, ardent and cut off like a blind neighbor who played the piano all day in her bedroom. Her notes came out to us like hoisted water, reveling of a bucket at the wellhead, where next thing we'd be listening hushed and awkward. Hi, David. Yeah, very nice museum in here. Well, it kind of shows social history. There's just to explain, there's a big kind of roots of a tree kind of explanation in the middle, and with a map of the local area below it. And that's trying to symbolize or represent that Seamus Heaney's roots. Mm-hmm. Are in this local area. If you remember outside, I said that about 80 to 85% of all his poetry is within kind of 2.5 miles radius of here. And this is what that's trying to symbolize. Obviously, you can also see the school desk that he got all his inspiration from at an early age. And a school bag that he used to have too. But he was different from all the other children in his class when they started school, because we had an American Air Force base here. Oh, I didn't know that. And, well, they used the top right hand or the left hand lug of the Loch Ness, which is the largest freshwater loch in the whole of the United Kingdom, as a kind of guide during the Second World War. But what they did was the Americans came out and gave all the other children at the school little canvas bags. But because Seamus's uncle used to have a kind of a mobile van that sold bread, he got given that bag, which was his old money bag. Mm-hmm. And his parents made sure he kept that and took his school bags or school books to that every day. So he was always different, even from the age of 5, from everyone else. But it's a nice place to see, and you can see social history as well, how maybe life was slightly different to what we understand now. No running water in the houses, so they had to go to wells to pick the water up.
just simple things, and it's really quite a nice visualization of what we want to do. Mm-hmm. How long does the museum exist? We started in October 2016. Mm-hmm. So we're coming up to our third anniversary. And we're going from strength to strength, you know. We're getting lots of visitors, lots of buses coming, you know. Today's quite quiet, but you need the quiet days to tell you how good the good days are, you know. That's true. But people normally come around midday. This is early on in the day, so we normally start getting busy around about lunchtime all the way through to the end. So when the tourists are awake. Well, they've got to have these breakfasts, you know, and they've got to let them settle before they go out for the day. Yeah, it should be rainy today, so probably they come in the afternoon. Probably. Mm-hmm. Next to the museum, what is your favorite spot around this area? Around this, there's a really nice walkways through just along the Loch Ney. Now, we're quite fortunate that there's two rivers that go into Loch Ney from this part. We have the River Ban, and Ban is obviously Irish for white, so they call it the White River, but it's the River Ban, and the Myola, which in fact Seamus Heaney writes poetry about. Mm-hmm. And I'm fortunate enough that I live on the River Myola. Mm-hmm. So I have a little boat that we go up and down, and you see the kingfishers and the otters. And cool. Well, it's kind of very nice, and because the water quality is so good that you get the cranes and all the wildlife coming around, so it's quite nice. My wife loves it, you know. She thinks she's David Attenborough, but there you go. Happy wife, happy life. Well, go where the money goes. That's what you've got to say. You know? Yeah, thank you. But because she's from here, but I'm from Edinburgh in Scotland. Okay. So I came over here with her, but it's good. But I like this. I really do like the visualization of where the poems come from with the map, and how you can find your way around what was important to Seamus Heaney at that time. And he never ever forgot where he came from, and was a very charitable man. As his wife Mary always says, if you can find a book that isn't signed, then it's probably worth more money. You know? But there you go. Yeah, but I think it's a good way that you have the books here, and then you can see the sequences, and you can listen to it, and the map is well made too, so you can really find your way around. Absolutely. But there's lots of going on. We're in the process, actually, just now, of building a Heaney Trail. Okay. So, as you can go out to Church Island in Loch Beg, or go to the forge where Barney Devlin used to have his blacksmith's, basically his shop there, which used to, as you know, kind of look after old farming machinery and shoe horses and the like. So it's a... Mm-hmm. You know, they're building up a Seamus Heaney Trail, which is obviously takes time to that's a good idea. To do. Yeah, and yeah. It's, because, as we say, his poetry is all round about here. People really want to hear and see what he was talking about. Yeah. We went to Church Island yesterday to paint, and we didn't went next to the little lake because it then got very wet. So if you had like a way going up there, it would be cool. One of the big things just now is when you are going to Church Island at this point in time, it's still owned by farmers. Mm-hmm. So sometimes there's a bull in the field that you're trying to cross to, which makes life interesting. Yeah, they were there yesterday. But I tried to talk them over, and so they let us through, because they came like seven bulls and said, okay, let's see how they behave. All you have to do is tickle them behind their head. If they come close. Come close, yeah. But the images around here as well are all images of old Castle Dawson. We have kind of visual aids which kind of portrays various different parts of the poetry as well. So that's Castle Dawson, Main Street, as you can see up to the... There's no photography, yeah, Yeah, but it's kind of hard to see on the tape. But they're just, as I say, it's a social history of Ireland, rural Ireland, in the 40s and 50s. So you can see how life was before there was any traffic. Mm-hmm.
Yeah, it's interesting because you normally have the newer island, the modern island, yeah. Especially if you go to Belfast, so it's a nice opposite. Mm-hmm. Absolutely, absolutely. And even if you go down to Dublin, it's kind of like you're going into a different world. You know, that's totally multicultural now. And of course, Seamus Heaney has an exhibition down there also, so mm-hmm. It's good fun, you know. Mm-hmm. And I think it's also special, especially if you think about Brexit now coming in the rural areas in Europe and so on. Yeah, it will be a tough time, won't it? Well, politics is something that we won't get into in this judge, but it'll be interesting times ahead, that's for sure. Mm-hmm. That's for sure. Hopefully good ones. We hope so. But one thing that I think is, there's two things that I think are really good here. First and foremost, when you hear his poetry and you hear the way in which he has the gravitas to portray his poetry. Now, sometimes he does not stop. When I was at school, you were always taught to take pauses at commas and certain mm-hmm. grammar. When we have the poetry written up on the wall, sometimes Seamus Heaney, when he's reading it, doesn't stop at the commas. Okay. So if I was reading it myself, mm-hmm. I would interpret it a certain way. When you hear Seamus Heaney reading his own work, it kind of jumps off the page at you. And I think, first and foremost, that is a jewel in the exhibition, because his poetry comes alive. But there's also kind of like a timeline at the back. And if you remember earlier, I was talking about the Education Act. You can see how that Education Act came, you know, through the people being educated through the 6 years of their secondary education and university, how the civil rights movement in the mid to late 60s kind of formed, because people then were educated enough to know that what the they were living in wasn't quite right. So mm-hmm. there's many things that you can see from a social aspect as well. And I like education. And yeah. Lots of kids think, oh, I have to go to school. And but it shows you how important it was for people to go to school. You know? Yeah, it's important, but you only realize it if you don't have it anymore. Well, that's also very true. And they always say that education is wasted on the young, you know. But never mind. One of these days, like myself, I went to Winterthur and 30 years ago and still can't speak a word of German. There you go. Oh. Well, you can try. Apart from Vatisdas and Vibier Bitter. Well, at least there are two good sentences. That's all you need. But I'm glad that you're enjoying your tour around here thus far. Yeah, we do. Thank you. Bye. So, nochmal David hat uns nochmal ein bisschen über Heaney erzählt und den lokalen Hintergrund, den wir hier sehen können. Man sollte schon Englisch können, weil jetzt in dieser Ausstellung ist es schon sehr englischlastig. Oder man sollte eben versuchen, sich eben den David zuzuholen, auch wenn er sagt, er spricht das nicht so viel Deutsch. Aber ich denke, der kann das dann schon. Also kriegt das schon hin. Was bekommt man? Man bekommt einen Guide, eine kleine Karte vom Museum, in dem dann eben beschrieben wird, was man genau sehen kann. Und es gibt verschiedene Räumlichkeiten, nämlich 7 Stück. Und dort kann man dann eben sich eben über die Geschichte von Seamus Heaney informieren und natürlich auch die Gedichte lesen und Auszüge aus seinen Büchern. Heaney sagt, what did I get as a student that I couldn't have got on my own, a sense of the whole historical picture, the layering of language and the sense of tradition. Also er sagt, durch die Bildung hat er erreicht, dass er ein anderes historisches Verständnis hat, dass er die verschiedenen Begrifflichkeiten der Sprache kennt und auch die verschiedenen Schichten der Sprache und auch eine Art Tradition, wie man umgehen kann mit. Das hat ihm die Bildung gebracht, dieser Bildungsakt.
So, dann haben wir hier noch einen anderen Teil der Ausstellung. Seamus feet never left the ground and you could nearly say he never left Belagi, sagt Hachini. Und dann kann man eben verschiedene Leute sehen, die man sagt, okay, wie man eben, wie er die Leute beeinflusst hat. Also Seamus Heaney's influence extends far and wide. On these touchscreens you can access interviews and poetry readings by local enthusiasts and global figures. Also man kann hier dann eben nochmal verschiedene Personen antipsen. Zum Beispiel, for me, Seamus Heaney's poetry means home. Oder we recognize the images he creates in our daily lives. Oder he knows, but you don't know where he stands. Ja, also er probiert dann eben mit der Sprache dann zu arbeiten. Zum Beispiel former President of Ireland, Mary Robinson, äußert sich dazu. Und andere Persönlichkeiten hier aus der Lokalgeschichte oder die lokal wichtig sind. Für Kinder gibt es dann noch ein kleines Rätsel, was sie dann ausfüllen können. Kriegt einen Bleistift dazu und eine kleine Karte. Für Leonie mit 5 ist es ein bisschen schwer. Sie sieht es aber schon als Maluntergrund, also das geht auch. Das sieht aber toll aus, Leonie. Das hast du aber schön gemalt. Ja, genau, da kann man eben auch noch von... Schuhe malen. Schuhe malen? Ja. Warum malst du Schuhe? Das ist hier malen dann. Weil du das malen kannst. Hast du irgendwo Schuhe gesehen hier in der Ausstellung? Das da. Okay. Sie hat ihre eigenen Schuhe gesehen. Auch schön. Also gestern waren wir bei Church Island, das habe ich gemalt noch. Und auch das Church Island wird von Hini thematisiert in The Stranded Love Bag, wo es dann auch der Church Spire, also der Glockenturm, nochmal genauer beschrieben wird und auch, was wir jetzt gestern auch gesehen haben, dass da Kühe grasen davor. Also es ist ein sehr idyllischer kleiner Platz am Loch Bag. So, und dann wird die Heirat thematisiert. Mary has always been a buoyant spirit. She had this great combination of spontaneity and staying power. Und dann werden verschiedene Etappenziele gemacht, the death of a naturalist oder dass er einen Somerset Maugham Award und Geoffrey Faber Memorial Award for death of a naturalist bekommen hat. I'll never forget the first night Mary came home from hospital with Michael. We hardly slept at all. Das erste Kinder. So, jetzt gehen wir mal weiter. Toiletten gibt's auch. Das ist schön. Dann gibt es ein kleines Spiel, Find Rhyme. So, if my dear, there's something seems to be all bridges breaking between you and me. Und da werden diese verschiedenen Reimschemata beschrieben. End Rhyme, Internal Rhyme, Half Rhyme, Sibilance oder One Didom, One Unit of Rhythm, One Didom, and is known as a foot meter. Stress in Language, also Betonungen. Und Rhythmus, Terzette, Couplets, Quatrains, Viererreime, all das wird hier nochmal beschrieben und man kann da auch reinhören. Gibt es verschiedene Beispiele für Rhythm, Meter, Stress, Onomatopoeia, Endrhyme, Internal Rhyme, Half Rhyme, Alliteration and Sibilance in diesem Bereich. Also da ist sicherlich für Schulgruppen, aber auch interessierte Literaten gedacht. Also im zweiten Stockwerk, also drüber, gibt es ein Café, eine Bücherei und das sind dann auch wieder viele Bilder, die man sehen kann, die dann mit dem Audio Guide näher betrachtet werden können. Es gibt für Kinder auch ein bisschen was, das ist ein Slide Puzzle, also so ein Puzzle aus verschiedenen Teilen, die man dann herumschieben kann. Also der Leonie gefällt, die ist schon kräftig dran und versucht hier ein Dachs, ja, müsste ein Dachs sein, hier zu erstellen. Church Island und The Inspiration of the Poem Badgers from Fieldwork 1979. Macht Spaß, Leonie. Ey, nein. Warum bist du denn dran, wenn es keinen Spaß macht? Es macht keinen Spaß.
Also wir haben hier verschiedene Helme, die man anfassen kann. Ein amerikanischer Soldatenhelm. Dann gibt es den Originalhut von Patrick Heaneys. Also gibt es hier einen Soldatenhelm, den man anfassen kann. Verschiedenes Leitpuzzle. Da ist ein Dachs drin und das Church Island, das man gucken kann. Dann gibt es verschiedene Klapptafeln, wo man sich genau informieren kann. Und auch der Audio-Guide gibt dann nochmal mehr Informationen drin. Da ist von dieser Carolyn Mollahan, die wir vorher hatten, am Beginn, von der David erzählt hat, ein Bild und ihre Büste dann drunter, die ihn gemacht hat, als er für ein Examen noch einen Charakterkopf brauchte und kein anderer da hinsetzen wollte. Dann gibt es einen Traktoren-Sessel, wo man reinsitzen kann. Der typisch war für diese Zeit, der aus Eisen gemacht worden ist. Dann gibt es eine Doktortasche. All of us came in Dr. Curlin's bag, also riesige Tasche, in der man dann die Instrumente und die Schneidewerkzeuge benutzen kann. Dann gibt es nochmal ein Puzzle, also Feuerwehrhelme, dann eine Beretta von einem Priester. Aal ist ein großes Thema aus Fisch hier, weil es hier ganz viele Aale gibt. Unser Vermieter hat erzählt, dass viele der Aale nach Europa geschickt werden, nach Deutschland vor allem, also viele irische Aal. Dann gibt es eine Info über Moorleichen, ein altes Bügeleisen oder auch ein Butterbrettchen, dass man eben die Butter in die richtige Form bringen kann. Und in der Mitte, da ist dann nochmal ein Füller. Und dieser Füller, das sieht ein bisschen aus wie der andere, nur ist er ein bisschen nicht ganz so schick. Und der soll darstellen, was man einfach mit dem Füller alles machen kann, nämlich die ganze Welt verändern. Theoretisch schreiben kann da sehr wertvoll sein. Und da sind noch mehrere Plätze beschrieben. Da gibt es auch noch eine von County Clare. County Clare along the flaggy shore. Postscript in some time, make the time to drive out west into County Clare along the flaggy shore. In September or October, when the wind and the light are working off each other, so that the ocean on one side is wild, foam and glitter, and inland among stones, the surface of a slate gray lake is lit by the earthed lightning of a flock of swans. Their feathers, ruffed and ruffling, white on white. Their fully grown headstrong-looking heads, tucked or cresting or busy under water. Useless to think your power can capture it more thoroughly. You are neither here nor there, a hurry through which known and strange things pass. Big soft buffetings come in the car sideways and cut the heart of God and blow it open. Aus Spirit Level 1996. Also auch hier wieder einige Gedichte, die eben den Alltag und auch die Natur erfahrbar machen. Habt ihr es schon hingekriegt? Was machst du denn gerade? Erzähl mal. Ja, hier gibt es jede Menge Puzzles zum Legen. Und wir probieren jetzt gerade eine mit, weiß ich nicht, Heidelbeeren. Zwei Hände mit Heidelbeeren gibt es wahrscheinlich, wenn es fertig ist. Und das hängt immer irgendwie mit. Sind es keine Brombeeren? Brombeeren? Das sind keine Brombeeren, oder? Doch, können Brombeeren sein. Ja, irgendwas Kleines, Dunkles. Vielleicht sind es auch, was magst du so? Diese Schwarzbeeren da. Blackberries. Also keine Ahnung, was es ist, aber es sind auf jeden Fall zwei Hände. Und die Sachen sind ziemlich schwer. Also ich hatte jetzt gedacht, das ist für Kinder, aber die sind relativ schwierig. Dann haben wir hier noch einen Kelch, einen Goblet. Und zwar hat der Heaney auch den Beowulf übersetzt. Und auch unser Vermieter hat gemeint, das sei gar nicht... Wir haben hier noch einen Goblet, einen Kelch von Beowulf, den Heaney hier auch übersetzt hat. Also, der hat den Beowulf übersetzt. Das war schon damals. Alles
Ich hatte ihn vorher falsch ausgesprochen. Also es ist nicht der Biowolf, sondern Beowulf. Und da gibt es eben noch einen Kelch, der hier dargestellt ist. Das Alas, mit dem es quasi anfängt, das sei hier aus der Gegend entnommen worden, da Haney Freunde hatte und die hatten jeden Satz quasi mit Alas angefangen und da sei dann eben auch das Alas in den Beowulf gekommen. Nicht den Beowulf. Nicht den Beowulf. Im nächsten Raum gibt es Manuskripte. Man sieht eben den Weg von der Idee bis zum Buch. Und zwar anhand der, dem Gedicht, dem Harvest Bow. Der Harvest Bow. Und man sieht, er hat es erst handschriftlich gemacht. Dann hat er mit der Schreibmaschine, ja, das müsste die Schreibmaschine noch gewesen sein, das getippst. Und man sieht dann die verschiedenen Veränderungen und verschiedenen Level, die sich da haben entwickelt. Und das wird dann erklärt, dass er eben, dass man als Literat, als Dichter mehrere Fassungen natürlich hat. Und dann gibt es einen Teil aus seiner Bibliothek, dann wird der Nobelpreis thematisiert, dass das, dass er eben einer von diesen vier Literatenhelden ist, die Irland hervorgebracht hat. Also Yeats hat 1923 bekommen, George Bernard Shaw 1925 und Samuel Beckett 1969. Oscar Wilde gesagt, aber das stimmt nicht. Also Oscar Wilde nicht, sondern Samuel Beckett. Und dann sieht man das alte Faxgerät. Dann gab es natürlich ganz, ganz viele Gratulanten, sodass eben Henis Faxmaschine ausgestiegen ist. Also aus der ganzen Welt kamen dann Glückwünsche via Fax. Ja, und ab da hat er seine Karriere quasi nochmal ausbauen können. Wenn man jetzt um diesen Raum herausgeht, gibt es verschiedene Künstler, die sich auch mit ihm beschäftigt haben. Zum Beispiel Edward McGuire oder Colin Davidson, also schon ein wahnsinniger Charakterkopf. Der Colin Davidson hatten sogar zweimal, einmal mit Öl, einmal mit Papier und Kohle. Ja, und dann kann man rumgehen, also nichts mehr da, das geht reich mich wieder um. In verschiedene Sprachen ist er übersetzt worden, ins Niederländische, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch und Ukrainisch. Und ich würde wahrscheinlich noch mehr folgen. Es gibt verschiedene Editionen, er hat verschiedene Übersetzungen gemacht, Halaik, Sweeney Astray, Testament of Christ, Seven Fables, also sieben Fabeln, Beowulf, Diary of One Who Vanished, Song Cycle by Leo Chanarek und hat dann das neu thematisiert oder The Midnight Verdict. Und natürlich auch viele Prosa, hat er gemacht, Finders Keepers, The Government of the Tongue, Preoccupations, Selected Prose 1968 till 1978. Dann hat er Theaterstücke geschrieben, The Burial at Thebes, nach Sophocles' Antigone, und The Cour at Troy, nach Sophocles' Philoctetes. Anthologien hat er geschrieben, oder auch herausgebracht, ja. Selected Poems, New Selected Poems, Open Ground, New Selected Poems. Ja, also hat als Dichter gearbeitet, Essay-Schreiber, also Aufsätze hat er geschrieben, Übersetzer und natürlich dann auch noch Theater-Schreiber. So, dann gehen wir in diesen kleinen Vorpost. Da gibt es die Möglichkeit, sich ein bisschen umzugucken. Ein bisschen was von der Landschaft. Ein kleiner Garten ist im Hintergrund noch drin. Das Wetter verdunkelt sich. Ich hoffe, wir haben nachher noch ein bisschen Glück. Dann gibt es hier ein Butterfass.
So, und dann the squat pen rests. Parting Wisdoms, ein Poembuilder, also man kann hier selber Gedichte wursteln. Das sind also verschiedene Bereiche, die man dann umkleben kann. Da gibt es eine Tafel. Dann gibt es verschiedene Sternchen, die man hier ankleben kann. Und die meisten sind bei der Gedichte auf der Midterm Break oder Digging, Scaffolding, Personal Helicon und Blackberry Picking. Man kann also hier sein eigenes Lieblingsgedicht hier visuell aufzeigen mit Sternchen. Es gibt verschiedene Bildungsprogramme, die die Stiftung hier anbietet. Turning Day, der ist im Februar, März, April gewesen. Dann gibt es den World Book Day, der hier gemacht wird. Und Kite for Albion wäre im April, Mai und Juni. April, Mai und Juni. Es gibt verschiedene Vorlesungen, die hier drin sind. Also am besten guckt ihr, wenn ihr herkommt und euch interessiert, auf die simushaney.com Homepage. Und damit ihr das Museum findet, ist es in 45 Main Street, Belagi, BT458HT. Telefonnummer wäre +44. Wenn ihr die vorgewählt habt, braucht ihr die 0 nicht. Ansonsten 0-28-7938-7444. Man findet sie auf Facebook, auf Twitter. Und man kann denen auch eine E-Mail schreiben. Das wäre simushaneyhome@midulstercouncil.org. So könnt ihr die gut erreichen, wenn jetzt da sein wird. Auch für Gruppen kann man das mit anbieten. Dann gibt es noch eine kleine Leseecke mit Sitzsäcken, wo man sich es gemütlich machen kann. Und einen Wordspinner gibt es auch. Da kann man dann eben seine drei Lieblingswörter wählen. So, man kann auch malen, also es gibt noch eine Malecke, wo man dann eben kreativ seine Gedichte dann veröffentlichen kann. Ich wollte hier hingehen. Wolltest du hingehen und malen? Ja. Was malst du denn? Sehen. Guck. Eine Katze. Sehr schön, Leonie. So viel zum Simus Hini Home Place. Schön, dass du wieder mit dabei warst, dass du uns auf unserem Trip nach Irland begleitet hast. Wenn du das in Wirklichkeit tun willst, wenn du Lust bekommen hast, uns mal auf unseren Reisen zu begleiten, dann komm doch einfach mit. Ende Mai, Anfang Juni finden wieder unsere Fotoreisen nach Irland statt. Infos dazu findest du auf unserer Homepage fotoerlebnis.eu. Apropos Homepage, auf unserer Website Erlebnis Irland findest du natürlich wie immer die Shownotes zu dieser Episode, aber auch die entsprechenden Links haben wir dort hinterlegt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass uns doch eine gute Wertung da oder auch eine Rezension oder abonniere doch einfach den Podcast, damit dir keine weitere Folge entgeht. So, nochmal vielen Dank, dass du mit dabei warst und wir hören uns wieder ganz, ganz bald. Mach's gut, dein Chris Hoffmann.